Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Mensch, Buschi, die Fans, die gehen aber richtig mit. Wahnsinnsatmosphäre heute. Ja, und da macht es richtig Spaß, dabei zu sein. Das kribbelt jetzt schon und wir haben ja auch ganz gute Plätze. Als Unparteiischer soll heute Dietmar Schönlebe fungieren. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Macchia, der Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Macchia! Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Muss er gleich durchgreifen, das gibt Freistoß. Elia, seine große Liebe, das ist der Ball. Macchia, der Ball. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Volle Flanke. Auch so kann man sich befreien. Oskar Wendt. Genau da, wo der Flankenball hinkommt. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Also ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden. Und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Lukas Schmitz. Hand. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Raphael. Kruse. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Flanke. Kruse! Ja, das ist
zum Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Oskar Wendt. Janschke. Und Achtung, genau hingeschaut. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaft. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zu Hause sitzen könnte mit meinem wunderbaren Apfelkuchen auf dem Sofa, das wäre schon eine schöne Vorstellung. Ja, und ich würde mich daneben setzen und wir würden eins garantiert nicht tun, dieses Fußballspiel anschauen. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen, der Schiedsrichter pfeift an. Der zweite Durchgang läuft. Elia. Hand. Bitte rein! Ein klasse Lattentreffer. Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch Mitspiel. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten. Macchiardi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Macchiardi. Lukas Schmitz. Groß. Jetzt müsste er flanken. Das muss es sein. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Das ist eine gute Position für den Einwurf und sie haben einen Spezialisten. Frische Kräfte braucht das Spiel, es wird ausgewechselt. Hand. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Kommt was auf uns zu. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Jetzt also die Auswechslung. Das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Ein Grenzschuss.
grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Lukas Schmitz. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Marc Friede. Markier den Ball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Die verstehen sich blind. Oscar Wendt. Lukas Schmitz. Wir hätten gerne einen, aber wir haben keinen Sieger nach 90 Minuten.